Und willkommen bei der ersten Folge von Guild Wars 2 zusammen mit dem Sepp und unserem Gast von einem anderen Channel, dem Herrn Vogel. Gute Hallo Leute! Oh Gott, schrei doch nicht so ins Mikrofon, das verzerrt total. Das hat übersteuert. Ich weiß, das war der Sinn der Sache, Mann. Ja, ihr kennt mich ja. Ja, alles wie immer. Das sind die anderen zwei Vögel, von denen ich euch schon erzählt habe. Ach, schon wieder dieses tolle Wortspiel, ne, Philipp? Einmal haben wir hier den Philipp als Wächter, der uns auch freudig zuwinkt und Sepp, der sowas gar nicht hinkriegt, aber ein total kreativ. Wie geht denn winken? Warte mal, doch, ich weiß es noch. Warte, was heißt Wink auf Englisch? Wink. Ja, natürlich. Du kleiner Penner. Oh Mann. Wie geht denn das? Sag doch mal an, wie heißt das? Wink heißt übrigens zwinkern. Ich weiß. Hab ich jetzt gezwinkert, ne? Nein, erstmal hättest du sowieso einen Slash davor schreiben müssen, um irgendwas zu tun. Unbekannter Befehl. Nein, ich hab nicht nochmal Wink eingegeben. Warte mal, aber Dance kann ich. Na, die Tanzanimation ja wohl. Ja. Warum tanze ich genauso wie du? Ist doch assi. Jedes Volk hat seinen spezifischen Tanz. Also mir gefällt der Tanz bei dieser Frau dann nicht. Die wackelt zu wenig. Findet ihr nicht aber auch, dass Sepp einen absolut wundervollen Namen hat? Das ja, auf jeden Fall, Alter. Ja gut, die beiden haben halt noch nicht viel Ahnung vom Game. Ich schon so ein bisschen. Deswegen würde ich einfach... Ja, du bist unser Guide. Ich bin der Guide. Ey, ich bin der übelste Pro, ja. Denn auch noch Waldläufer. Ich bin der Überlebensguide. So, dann würde ich mal sagen, starten wir mal durch, wa? Während Sepp sich da noch einen abtanzt. Ha! Ich hab's geschafft! Endlich. Ich hab gewonnen. Wurde mal Zeit. So, ich hab das Spiel durch, oder? Ich Nein, überspring hier mal die Tutorial-Anweisung und geht. Was musst du denn jetzt eigentlich machen? Erstmal die Tusse anquatschen. Das hast du doch sogar schon mal gemacht, als du das Spiel ausprobiert hast. Alter, weißt du, wie lange das her ist? Mindestens ein halbes Jahr. Seid gegrüßt, überspringen? Held. Danke. Kommt ihr, um an der diesjährigen auf die Jagd und sammelt eine Trophäe. Toll. Also, da ich aufnehme, überspringe ich das jetzt natürlich nicht. Das ist dir bewusst. Ach so. Darf ich schon anfangen? Nein. Jagd die wildesten Tiere, die schlagen hier auf einen Baumstamm ein und da kommt Wölfe bei raus. Verdammt, die sind so gut. Die besten präsentiert ihr dann Ido, dem Gerber, um euren Hui. Wert zu beweisen. Ach nee, das ist ja gar nicht. Gerber hier durch die Gegend springen. Und am tapfersten ist, naja. Wird zur großen Jagd dann chatte ich so lange. Also ihr seht schon, es wird sehr interessant, diesen Videosequenzen zu folgen, wenn Sepp die ganze Zeit nur am Dummbabbeln ist. Entschuldigung. Ich bin still, ich freue mich darauf, beide zu beeindrucken, nachdem ich mir meinen Platz bei der Jagd verdient habe. So, wir sollen jetzt als erstes für die Leute, die das nicht verstanden haben, weil gewisse Leute nicht aufhören können zu sammeln, sollen jetzt eine von drei Kreaturen erlegen, die hier in den heimischen Wäldern herumlaufen, um uns für die große Jagd zu qualifizieren und zu beweisen. Sepp! Und, was erlegen wir? Erstmal müsste Sepp hinterherkommen. Da kann ich schon. Oh, es geht weiter. Warte, wo seid ihr denn? Es ist schon ein Stück. Da unten. Oh. Kann ich nicht zelten. Mir ist es relativ egal, was wir davon holen. Was sollen wir jetzt machen? Einen der grünen Punkte auf der Karte muss jetzt getötet werden. Grüne Punkte. Ja, dann töten wir da mal, was? Kann man rennen? Nee, ne? Das ist gerade deine Höchstgeschwindigkeit, die du hast, wenn du keinen Geschwindigkeitsbuff reinpackst. Was habe ich denn eigentlich in Zaubern hier? Warum habe ich den Feuerzauber, wenn ich Wasserwagier bin? Weil du wahrscheinlich gerade, weil du am Anfang noch die Feuereinstimmung hast und die anderen erst später. Greif da ein, greif da an. Hey, passt. Ha, ich hab ihn umgebracht. Nee, ihr war das. Quadratlatschen. Ich sag dir, du Schlampe, ey. Jetzt geht's gleich los hier. Das so, hier. Ha, ich hab auch was gemacht. Also nicht getroffen. Oder? Aber nicht looten? Der hat gerade keinen Loot fallen lassen. Aber Loot gibt's später auch ganz normal. Glitzert dann so ein bisschen. Das war jetzt ein grüner Punkt. Das sind noch zwei Leute. Die anderen zwei sollen wir aber nicht erlegen. Wir sollen einen von den drei erlegen. Lest dir mal die Sachen. Ist doch scheißegal. EP, Junge. Das gibt A, keine EP, wie du vielleicht unten in der Leiste bemerkt hast. Und B, sind die Kreaturen schon nicht mehr da. Hey, ich habe 6 EP, ja. Diese grüne Punkte, die bewegen sich. Die sind eindeutig. Achso, dann hast du deinen noch nicht getötet, du Vollidiot. Weil du ihn nicht getroffen hast gerade. Ja, stimmt. Der ist ja nur umgefallen. Na, dann bringe ich den jetzt mal um, wa? Ich meine, da haben wir ja gar kein Problem. So, jetzt greif halt wirklich mal an. Ja, oh mein Gott, man muss... Alter, jetzt ist der nächste tot, geh durch. Führe uns zu dem... Nächste. Was auch immer. Oh, renn noch mal schneller, Vibe. Das ist der... So, Eulengreifen-Patriarch. Ja, das ist nur ein bisschen ein Witcher hier, ne? Den kann man machen. Komm, jetzt macht den mal alle hier. Hast du ihn getroffen? Ja, du sollst... Ja, ich habe ihn getroffen. Hä, warum muss ich den die ganze Zeit drücken? Ach so, man muss mit Rechtsklick andrücken, Alter. Ah, naja, doch, ich glaube EP.
Ja, ja aber mindestens drei. Ein Strich. Wir haben jetzt 6 von 2000, sprich so ein Teil gibt 3. Oh. Ja, hab ich doch gerade gesagt. Ich hab 3. Ich hab sogar 9. Ja, du hast boah, wahrscheinlich den, du hast überall irgendwo mal einen Schlag gegeben. Du hast wahrscheinlich den Skate getötet da vorhin. Ja, ja, da was uns dein Herr gelobt. Gehört dir eigentlich der Wolf? Warum hast du Wolf und ich nicht? Weil Waldläufer Tiergefährten haben. Ah. Und ich kann mir keinen Zauber oder was? Du kannst dir später Elementare zaubern. Hä, bei wem muss man das jetzt abgeben? Ja, yeah, bei dem hier. Ach ja, ich sehe das. Ido der Gerber. Der tolle leuchtende Punkt. Und ich bin jetzt im Video drin, ne? Ist ja gut, beruhige dich. Fahr dich mal runter. Chill mal deine Mitte. Echt mal, chill mal deine Base. Seid mir gegrüßt. Ich bin der Lederer hier. Ido mein Name. Ihr erlegt sie, ich stopp sie aus. Trinken, singen und prahlen. Herrlich, so ein guter, altmodischer Bierrat. Andere heben sich das Feiern für Feiertage auf. Aber ich sag immer, jeder Tag, den man am Leben ist, muss gefeiert werden. Hey, Knut, seht euch diese eindrucksvolle Trophäe an. Sie ist der großen Jagd würdig, sag ich. In der Tat. Ihr seid geübt genug, eure Beute zu besiegen und klug genug, ihre Geister zu verehren. Ihr habt es verdient, dieses Jahr an der großen Jagd teilzunehmen. Ich habe eigenhändig Isomir hierher gebracht, den mächtigen Wurm. Er wartet oben auf dem Plateau auf jemanden wie euch, der ihn zum Kampf fordert. Die große erste Galfin bewacht ihn, bis die Jagd beginnt. Wenn die Zeit gekommen ist, aber du darfst reden, werdet ihr mit den anderen das ich mir zum Plateau vergleichen. Oberhalb des Tals ziehen. Dort werdet ihr euch Isomir stellen und ihn besiegen, wenn ihr könnt. Das kann ich und das werde ich. Boah. Dort wird meine Legende beginnen. Das war schlagfertig beginnen. Jetzt. Dort wird meine Legende beginnen. Da hat jemand sehr viel Selbstbewusstsein. Ja. Ja, wollen wir mal zeigen, was wir drauf haben, ne? Ja, genau. Was ich auch immer wieder sehr schön finde, ist, wie sehr die Norns zu uns passen. Ne? Die trinken auch nur. Wir haben uns. Ey, ganz ehrlich, ich wäre lieber so eine Azura gewesen. So ein kleiner Dobby, das war ganz cool. Mein erster Charakter war Azura. Ja, eben. Meine wäre es dann auch gewesen. Hier, mach mal auf, Digga. Die trinken vielleicht, aber. So wie die tanzen, ich meine, ich kann ja tanzen, aber das ist allemal besser, wie das, was die fabrizieren. Ja. Ja, müssen wir irgendwas Cooles tun oder so? Warten. Ja. Ah, jetzt. Woo! Stürmen! Oh ne, warte mal, ich bin Magier, ihr stürmt. Ich stürme. Ja, ich wollte gerade sagen, wenn du stürmst. Ich will die Treppe hochkommen. Ist mir egal, du gehst auch vor, Schiriki. Erst die Männer, dann die Frauen. Oh, man kann hier unter den Rock gucken. Ja, das machst du gerne, ne? Männer unter den Rock gucken, das ist Selbstvorliebe. Ich verstehe die Frage nicht, Marc. Ich verstehe die Frage nicht. So. Haben wir es dann oder was? Ach, die Viecher. Ich erinnere mich. So, hat Sepp die getötet oder was? Ja, da. Ja, du brauchst ja nicht draufschlagen, wenn er nicht da ist. Was ist mit dir los? Schlag, mach doch mal irgendwas drauf. Die greift nicht mehr an, was muss ich hier tun? Drück 1. Also mit dem Shader werde ich hier oben blind. Jetzt greift sie an. So, jetzt ist er weg. Ja, wir sehen auch gerade. Achso, ich muss nah genug dastehen, oder? Kann das sein? Ja, du hast gerade einen Dolch ausgerüstet, ne? Als erste Waffe gekriegt. Ja. Da hast du halt natürlich jetzt nicht die Riesen-Rage. Wow, wow, wow. Ja, nee, ich dachte, dass sie zaubert, ja? Und dass die Zauber halt auch mal 5 Meter weit fliegen. Aber nein. mit Stab und Zepter hast du später auch dementsprechende Reichweiten. Ja, das will ich ja hoffbar. Ich meine, ich bin ja nicht zum Spaß hier. Ich bin halt auch. Naja, eigentlich ja schon. Ja, was ist jetzt hier? Greif doch mal an, Frau. Lol. Ah, oh, diese scheiß kleine Viech hier. Komm mal her, du Stück. Hä? Sepp rafft wieder das Spiel. Willst du das Vieh jetzt mal oder was? Hä? Ich stehe doch davor und das. Alter. Aua. Lebe ich noch mal. Und tote Sache. Ja, das war jetzt easy, oder? Natürlich. Das ist ja. Die Einführung im Spiel, das Tutorial hat gerade erst angefangen. Angefangen, wohlgemerkt. Die ersten Story-Quests, also die ersten 10 Level, alles, was du da drin machst, ist reines. Hier, probier mal aus, bring dich nicht selber um, lerne, wie das Spiel geht. Ah ja, ich meine, gehört ja dazu, wa? Die große Jagd abgeschlossen. Ich krieg einen Dolch, 72 Gold und 1988
Vierecke. Immer diese Überspringer der Videos. Was für eine Boah, ich bin Level 3. Nee, 2. Ich habe von eurem Sieg gehört. Sehr beeindruckend. Ja. Ja, doch. Danke. Es war ein harter Kampf und ich bin auf meinen Anteil daran stolz. Was war das nochmal mit der Truhe, Mark? Der Beginn eurer Legende. Achso, Entschuldigung. Wisst ihr, viele Leute hier haben Probleme, die gelöst werden müssten, Bezwinger. Jemand wie ihr könnte da eine große Hilfe sein. Wenn ihr eure Fertigkeiten nutzt, verfeinert ihr sie. Und eurem Ruf wird es sicher nicht schaden, wenn ihr anderen helft. Denkt an den Ruhm. Ich werde diesen Problemen nachgehen und sie lösen. Dann sehen wir, wie meine Legende wächst. So, hast du mal ausgeschaufelt? Hast du mal ausgeschaufelt. Dankeschön. Wir sind aber sehr zuversichtlich. Natürlich. Unsere Legende, so. Nur Zuversicht bringt dich weiter im Leben. So, irgendwas wollte ich gerade genau. Ich wollte euch noch was, und euch und den Zuschauern noch ein bisschen was erzählen. Und zwar hat Sepp ja schon bemerkt, dass er das Problem hat, dass er momentan nur Feuerzauber zum Beispiel nutzt. Obwohl er doch ein Wassermagier ist. Ganze, ich finde das sehr merkwürdig. Das Ganze ist genau wie mit meinem Tiergefährten. Jeder Klasse hat eine. Ihr könnt mir schon mal hinterherlaufen. Seid ihr denn? Ach, da. Jede Klasse hat eine gewisse Spielmechanik. Diese Spielmechanik ist einzigartig für die Klasse. Und bei dir wäre das, also bei dir, Sepp, wäre das die Einstimmung auf ein Element. Du wirst jetzt in den ersten Leveln Stück für Stück ein Element nach dem anderen freischalten. Kannst als einzige Klasse keinen Waffenwechsel vollziehen. Also alle anderen Klassen haben 2 Waffenslots, können dann im Kampf 2 Waffen wechseln. Dafür kannst du halt jederzeit mit jeder Waffe zwischen den 4 Elementen hin und her wechseln. Und du kriegst für jedes, ja, das ist ja auch schon und geil. Du kriegst für jedes Element, diese 5 ersten Fertigkeiten sind Waffenfertigkeiten. Diese 5 Fertigkeiten werden für jeden, für jedes Element neu rausgegeben im Prinzip. So, ich weiß, es ist für Stufe 5, das kriegen wir aber trotzdem hin. Darf ich mal kurz was anmerken? Ja. Ich glaube, meine Aufnahme ist kaputt. Nein! Ist deine Aufnahme kaputt? Ich habe 120 FPS. Haha! Oh, toll. Das ist ja Kackvieh. Einmal den hier anschwatzen und euch. Ihr seid weitergelaufen, oder? Ja. Ich habe gerade einen weißen Moor gekillt. Und dann in einen Leoparden verwandeln. Hui, wir sind Kätzchen. Hui. Warte, ich will auch. Mach mich auch zu einer Katze. Jetzt knurren wir Büsche an und töten das, was da herauskommt. What? Wo denn? Zum Busch hingehen, F drücken und töten, was rauskommt. Ja, ich sehe nichts. Auch den Hirsch? Ja, alles. Auch Kaninchen Warum oder sowas. Warum kommt der Hirsch aus dem Busch? Ja, F hier. Achso, das war schon. Du kannst jeden Busch nur einmal anknurren. Oh, ist das schrecklich. Lädt sich aber mit der Zeit wieder auf. Und ihr, und ihr seht oben rechts so ganz langsam kommt da dann ein Fortschritt. Ah, Hase, bleib hier! Nein! Ich will töten, ich will auch einen töten. Ja, Mann, du scheiß Katze! Hä? Warum puncht die denn nicht? Drückt ihr irgendwas anderes als ich? Nein, aber eins halt, ne? Ja, ich dachte, das macht man durchs Rechtsklick. Ha! Ich war's. Busch. Boah, hau nicht ab. Auf dem weißen Moor hier. Wie sieht denn das eigentlich aus in der Gruppe? Kann man sich irgendwie den Loot klauen von... Nein, jeder kriegt seinen eigenen Loot. Ah, okay. Was ist 5? 5 verwandelt sich wieder in Menschen. Muss ich einfach vorne beginnen? Nee, ne? Die Quest nicht, aber du musst dich halt nochmal neu verwandeln. Oh, sehr schön. Hier kommt gerade das Schaufler-Event. Hier werden jetzt überall so Löcher entstehen und es werden so eine komische Viecher rauskommen. Die töten. Beziehungsweise zu den Tunneln gehen und anknurren. Und dann das Ding da töten, was da rauskommt. Herausfordernd und Ach, das ist der? Der ja, ist es gerade. Sei vorsichtig, Philipp, wenn du das alleine machst, weil die Dinger sind schon ein bisschen zäher. Nee, ich helfe ihm ja gerade. Du hilfst mir. Glaube ich. Oh, ich helfe dir. Oh, na gut, okay. Ihr seid doch gleich aus gerade. Verstehst du? Irgendwer hat aber auch mir geholfen. Das ist ein anderer. Ich will auch mithelfen. Ich will auch Ruhm und Ehre. Und das ist ein normaler Schneeleopard hier unten. Ja. Und der ist auch gleich tot. Was bringen die hier? Was bringt was hier? Au, das sind diese Schäufler. Ja, das sind halt Gegner. Das ist gerade eins von den normalen Events. Diese Events spawnen halt einfach random auf der Karte an bestimmten Stellen und bringen immer ganz gute Erfahrungen und ein bisschen Loot und Verschiedenes. Naja, okay.
Ich weiß nicht, ob ich jetzt überhaupt was aufgehoben habe. Ich habe schon drei durchsucht, aber... Wenn du durchsuchen kannst, dann hast du da... ist da immer Loot. Oh, jetzt hast du auch noch einen geholt. Das könnte jetzt ein bisschen... Ja, easy. Ich hab den noch tot, Mann. Guck dir das mal an. Ich hab's ganz alleine gemacht hier. Achso, das war's gar nicht. Ganz woanders. Das war ein normaler Leopard. Oder... Komm mal wieder Schrottgegenstände gesammelt. Oh, ich hab Schrott gekriegt. Und bei dem orangenen Balken sehen wir halt gerade, wie das Event läuft. In dem Fall muss halt dieser orangene Balken auf Null gehen, damit das Event erfolgreich abgeschlossen... voll werden muss er sogar. Ist immer unterschiedlich. Manchmal müssen sie auf Null gehen, manchmal müssen sie voll werden. Ihr könnt übrigens auch gefallene Leute wiederbeleben, indem ihr euch als Katze ganz cool daneben stellt und dann einfach entgegenguckt. Natürlich, ich meine, das ist doch Standard so. Wo ist jetzt der nächste hier? Ich will töten. Hier neben mir ist gerade ein Tunnel.